Windows 10 ist wahrlich kein datenschutzfreundliches Betriebssystem. Gerade bei der Installation wird man schon fast genötigt, einen Online-Account bei Microsoft anzulegen. Es gibt nun viele Tools, die genau an dieser Stelle Abhilfe versprechen. Eines dieser Tools ist das Programm W10 Privacy. Dieses Programm schauen wir uns in diesem Video einmal genauer an. Es gibt so ein paar Sachen, die gefallen mir gut bei dem Programm und es gibt so ein paar Sachen, die gefallen mir weniger gut. Ich bin jetzt mal auf der Webseite und sehr positiv finde ich, dass es hier eine recht umfangreiche FAQ gibt, wo viele Dinge einfach transparent erklärt werden. Und es gibt hier eine Versionshistorie, die sehr gut geführt ist und auch zeigt, dass das Programm regelmäßig aktualisiert wird. Hier gibt es auch noch einen Hinweis, und das wird jetzt gleich wichtig, dass sich hier kein Virus in dem Programm befindet. Der Autor schreibt hier, in Windows 10 Privacy befindet sich definitiv kein Virus zu 100%. Das glaube ich dem natürlich auch, dass der da kein Virus einbaut, aber wir schauen mal, wo jetzt hier genau das Problem liegt. Ich lade einmal die ZIP-Datei herunter, dann gehe ich mal hier auf Datei öffnen und entpacke mir hier das Setup. So, das führe ich mit einem Doppelklick aus. Und das Problem ist jetzt hier, dass dieses Programm keine Signatur enthält. Hier ist der Herausgeber nämlich ein unbekannter Herausgeber. Und wenn dieser Fall eintritt, ist halt nicht sichergestellt, dass diese Datei auch wirklich von dem Autor kommt. Das heißt, die Aussage, ob da jetzt ein Virus drin ist oder nicht, die kann man jetzt nicht ganz für voll nehmen, denn ich lade jetzt hier eine Datei runter und führe die aus, wo gar nicht klar ist, ob die überhaupt von dem Autor kommt. Genau dafür gibt es die Möglichkeit, Dateien zu signieren, und die sollte man gerade bei so einer Software dann auch benutzen. Mir ist bewusst, dass das Geld kostet, aber wenn mir jetzt nach dem Video der Autor zusagt, dass er sich eine Signatur holt, dann würde ich dazu 50 Euro beisteuern. Es gibt eine Möglichkeit, ich sage jetzt hier mal nicht ausführen, es gibt noch eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu prüfen, aber so richtig prüfen ist das ja auch nicht wirklich. Ich öffne mal die PowerShell, gehe in mein Download-Verzeichnis, hier kann ich dann getFileHash, glaube ich, heißt der Befehl, genau, getFileHash. Und hier kann ich jetzt einmal einen Hash erzeugen von dieser ZIP-Datei und den kann ich dann mit dem vergleichen, der hier auf der Homepage steht. Und bis auf die Groß- und Kleinschreibung ist das der identische Hash. Das passt schon mal. Allerdings, wenn jetzt jemand die Webseite unbemerkt übernommen hat, dann kann der sowohl den Hash hier austauschen, als natürlich auch diese ZIP-Datei. Also so richtig gewonnen hat man da wahrscheinlich nicht viel mit diesem Vergleichen von der Hash-Datei. Wir führen jetzt das Ganze trotzdem einmal aus. Vielleicht ist das ja auch jetzt einmalig vergessen gewesen, die Signatur da dran zu kleben. Mal schauen, ich habe mal ins Gästebuch kommentiert, vielleicht tut sich da noch was. Ich führe mal die Standardinstallation aus und klicke auf Installieren. So, dann führe ich das Programm einmal aus. Das bestätige ich einmal mit OK. Und jetzt sehe ich hier schon mal, dass ich ein paar Einstellungen nur setzen kann, wenn ich Administrator bin. Das heißt, ich schließe das Ganze mal, mache hier einen Rechtsklick drauf, gehe auf den Dateispeicherort und würde das, glaube ich, einmal dauerhaft als Administrator ausführen. Wo war das hier? Programm als Administrator ausführen. Okay. Und damit bekomme ich dann immer diese Abfrage. So, den Systemwiederherstellungspunkt erstelle ich jetzt nicht. Lasse ich dir natürlich offen, ob du den stellen möchtest. So, jetzt gibt es hier einige Optionen, die gesetzt werden können. Wenn ich mir die Liste so anschaue, würde ich fast alles setzen. Und hier fehlt mir leider irgendwie der Button, dass ich alles, was hier grün ist, automatisch markieren kann. Wäre echt praktisch gewesen, dann hätte ich nur noch das raushaken müssen, was ich nicht haben will. Weil ich sehe hier wirklich nichts Spannendes, was ich benutze oder wo ich ein Problem sehen würde, wenn ich hier bei Datenschutz bin. Also eigentlich möchte ich doch hier alles setzen. Geht aber nicht. Also gut, dann müsste ich mich jetzt hier einfach mal durchklicken. Ich sehe jetzt auch wirklich hier nichts, was irgendwie nicht sowieso angehakt werden kann. Immerhin mit Tab und Leertaste kann ich das Ganze relativ schnell hier anhaken. Und so muss ich jetzt quasi die ganzen Reiter hier durchgehen und mir anschauen, was für mich interessant ist. Zum Beispiel ist hier sehr praktisch, dass ich OneDrive deinstallieren kann direkt. Also es sind schon wirklich sehr, sehr sinnvolle Dinge dabei. Und die Software macht einem auch dann nochmal deutlich, was hier alles auf dem PC eigentlich unnütz mitläuft.
So, ich habe jetzt mal ein paar Einstellungen geändert und würde doch direkt sagen, geänderte Einstellungen setzen. Das dürfte jetzt einen Moment dauern, denn hier werden jetzt ja auch Apps deinstalliert. Ich würde jetzt also erwarten, dass hier gleich ein bisschen was verschwindet. Ja, er hat seines Amtes gewaltet und hier sieht man, dass sehr viel deinstalliert wurde. Ja, es ist immer wieder frustrierend zu sehen, dass man eigentlich so ein System voller Bloatware bekommt und erstmal mit so einer Software drüber nudeln muss, damit das System in irgendeiner Form benutzbar wird. Hier kann man jetzt zum Beispiel noch auch Telemetrie-Server deaktivieren. Dort wird dann einfach eine Firewall-Regel gesetzt, die dafür sorgt, dass der PC nicht kommunizieren kann zu einem Microsoft-Server und Telemetriedaten übermitteln kann. Das Problem ist natürlich, dass bei Microsoft auch Dienste wie Skype betrieben werden und es gibt keine offizielle Liste, welche IPs jetzt irgendwie mit Microsoft Telemetrie in Verbindung stehen und welche Server wiederum irgendwie Skype betreiben. Das heißt, wenn ich hier was blocke, habe ich auch immer die Gefahr, dass zu viel geblockt wird und auch Server, wo zum Beispiel Skype draufläuft, nicht mehr funktionieren. Das liegt jetzt aber in der Natur der Sache und hat jetzt nichts mit dieser Software zu tun. Wird auch in den FAQs nochmal erklärt. Also zum Abschluss würde ich sagen, eine sehr empfehlenswerte Software, die einem sehr viel Arbeit abnimmt. Meine zwei Kritikpunkte sind aber, dass die digitale Signatur der Exe-Datei fehlt und zum Zweiten hätte ich mich über mehr Automatisierung in der Software selbst gefreut. Also dass ich zum Beispiel sagen kann, alles was hier grün markiert ist, kann schon mal angehakt werden. Das Ding ist ja, die Sachen kann man sowieso alle wieder rückgängig machen. Deinstalliert man zum Beispiel eine App zu viel, kann man die in der Regel auch wieder installieren. Oder man ruft einfach die Software nochmal auf und ändert die Einstellungen wieder. Deshalb kann man hier eigentlich fast nicht zu viel weghaken, wenn man in diesem grünen Bereich bleibt. Also da wäre noch toll, wenn es irgendwie einen Button gäbe, alles was grün ist anhaken und feuerfrei. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und wenn du die Software nutzt, freut sich der Autor sicherlich auch über eine Spende.